Eine Koop-Modus. Sie sind gar nicht schlecht. Eine Koop-Modus werden wir dann zusammen. Danke. Übrigens. So. Da fallen ein Radio und ein Würfel rein. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Na, geht leider nicht. Wenn ich rechtzeitig geschossen hätte, dann hätte der Schwung das geschafft. Danke. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Danke. Hören wir noch wegen Musik. Wenn sie es aufnehmen lässt. Danke. Schall wird übrigens auch übertragen, wenn man es direkt hier hinstellt. Gut. Nehmen wir Radio mal mit. Oder ist es auch ein nicht autorisiertes Gerät? Es ist ein nicht autorisiertes Gerät. Alles klar. Nicht, dass ich es nicht gewusst hätte, ne? Raum 5. Wir kommen doch recht schnell voran, ne? Da liegt ein Würfel. Den können wir jetzt zum Beispiel so nach oben tun. Und dann lassen wir uns da durchfallen. Zack. So. Wenn wir uns hier draufstellen, können wir nämlich auch hier reinschießen. Allerdings kommen wir nicht mehr in dieses Portal. Deswegen müssen wir uns den Würfel da oben auch holen. Ja. Wichtiger Testapparat zerstört. Ach, das tut mir jetzt ziemlich leid. Da. Haben wir sonst noch was? Nee. Wird ja eh nicht überwacht, also dürfte das ja eigentlich gar nicht mitkriegen, ne? Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Mhm. Sehr gut. Okay. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Okay. Na dann. So. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Das will ich mal ganz kurz demonstrieren. Zack. Das war's. Das passiert, wenn man vaporisiert wird. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel links von der Kammer kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Man sieht, dass alle Objekte wirklich durch die Portale durchwandern. Nahtlos. Zack. Jetzt machen wir hier aber mal das Rätselslösung. Querschläger gibt's übrigens auch. So, zack. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Na, das kann man aber laut sagen hier. Es sind natürlich jetzt die Übungslevel, die sind nicht besonders schwer. Es wird schon noch anspruchsvoller. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter
können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Na dann. Hier sind auch die Warnhinweise nochmal: Vorsicht, Energiekugel. Und Energiekugel muss ins Ziel. Ja. Diese blaue Leiste hier macht uns nichts. Wir machen jetzt mal das, weil er gerade so ein schönes Einschussloch ist und zack. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Machen wir das mal so. Wir können hier reingucken, denn zum Glück ist das ja alles Echtzeit. Und los. Das hat auch reibungslos funktioniert. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ja, danke. So, Warnhinweise. Vorsicht, Energiekugel. Energiekugel muss ins Ziel. Boden, ja, säurehaltig und kein Trinkwasser. Da. Ah, okay. Control niederkauern. Versuchen wir mal. Ja, das hat sogar auf Anhieb mal geklappt. Und jetzt wandern wir hier rüber. Oder wandern wir da? Nein. Dahin müssen wir. Und warten, bis die das nicht stationäre Gerüst rüber ist. Und da ist auch Energie und das Radio. Na, brauchen wir eh nicht. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ja, dann haben wir nichts zu befürchten. Ich hoffe aber, dass wir auch angemessen entlohnt werden. Machen hier Tests. Riskieren scheinbar unser Leben. Und dann soll es da auch was für geben. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Man könnte jetzt ja theoretisch das machen, aber das geht nicht. Übrigens physikalisch natürlich top hier. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Ha! Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Das geht hier zum Beispiel nicht. Aber man kommt hier trotzdem durch. Oh, da ist ja schon der Aufzug.